Hallo Leute, ich bin Nico und heute reden wir über die Verben verdienen, sparen und ausgeben. Verdienen bedeutet, dass man Geld für die Arbeit bekommt, die man geleistet hat. Ein anderes Wort für verdienen ist erhalten oder bekommen. Hier ein paar Beispiele. Frau Schmidt verdient als Wissenschaftlerin viel Geld. Das bedeutet, dass sie viel Geld für die Arbeit bekommt, die sie als Wissenschaftlerin leistet. Man kann also auch sagen, Frau Schmidt erhält als Wissenschaftlerin sehr viel Geld. Oder sie bekommt viel Geld. Peter will seinen Job kündigen, weil er sehr wenig verdient. Das heißt, dass er kündigen will, weil er zu wenig Geld für seine Arbeit erhält. Man könnte auch sagen, Peter will seinen Job kündigen, weil er sehr wenig Geld bekommt. Wie viel Geld verdient dein Onkel? Er verdient ein Schweinegeld. Oder ein Beispiel im Perfekt. In meinem alten Job habe ich mehr verdient als jetzt. Man kann auch sagen, in meinem alten Job habe ich mehr Geld bekommen als jetzt. Ich habe im letzten Jahr viel verdient. Oder ich habe im letzten Jahr viel Geld für meine Arbeit erhalten. Sparen heißt, dass man Geld für eine spätere Verwendung ansammelt oder dass man weniger Geld ausgibt. Ein anderes Wort für sparen ist ansparen. In den USA sparen Eltern ein Leben lang, damit ihre Kinder auf eine Universität gehen können. Das bedeutet, dass Eltern dort jahrelang Geld ansammeln, um die Universitätskosten der Kinder zu bezahlen. Das Geld wird für diese Kosten verwendet. Man kann auch sagen, in den USA sparen Eltern ihr Leben lang Geld an, damit ihre Kinder eine Universität besuchen können. Achim muss sparen, damit er sich nächstes Jahr ein Auto leisten kann. Achim möchte sich ein Auto kaufen, aber er hat noch nicht genug Geld. Er sammelt Geld an, um es sich nächstes Jahr zu kaufen. Man kann auch sagen, Achim muss Geld ansparen, damit er sich nächstes Jahr ein Auto leisten kann. Die Geschäftsführerin hat vor, 20 Mitarbeiter zu entlassen, um Personalkosten zu sparen. Oder die Geschäftsführerin hat vor, 20 Mitarbeiter zu entlassen, um weniger Geld für Personal auszugeben. Ein Beispiel im Perfekt. Simone hat nicht viel Geld gespart, weil sie sich eine neue Waschmaschine gekauft hat. Oder
Simone hat nicht viel Geld angespart, weil sie sich eine neue Waschmaschine gekauft hat. Ich habe für mein Rennrad monatelang gespart. Ausgeben bedeutet, dass Geld für etwas verwendet wird. Zum Beispiel, wenn man etwas kauft. Michael gibt viel Geld für Klamotten aus. Er kauft also immer viele Klamotten. Bevor man viel Geld für eine superschnelle Internetverbindung ausgibt, sollte man verschiedene Tarife vergleichen. Das heißt, dass man überlegen sollte, welchen Tarif man nimmt, damit man nicht zu viel bezahlt. Richard und Sophia möchten nicht viel Geld für ihre Hochzeit ausgeben. Sie wollen lieber mehr Geld für ihre Hochzeitsreise ausgeben. Oder im Perfekt: Ich habe gestern in der Stadt viel Geld ausgegeben. Das bedeutet, dass ich so einige Dinge gekauft habe. Habt ihr diesen Monat viel Geld ausgegeben? So, jetzt seid ihr dran. Versucht mal, eure eigenen Sätze mit diesen drei Verben zu bilden und schreibt sie in die Kommentare. Wir werden sie dann korrigieren. Und vergesst nicht, bei lingoni.com vorbeizuschauen. Dort gibt es über 600 Arbeitsblätter für euch und über 12.000 interaktive Übungen für euer Leseverstehen, euer Hörverstehen und für eure Aussprache. Also bis bald und ciao.